Hallo liebe Freunde der Sonne, heute erkläre ich euch mal ein bisschen was über dieses Terrassendach. Ja, dieses Terrassendach ist ein Dach aus Meranti-Brettschichtholz, ein malaysisches Hartholz, und es zeigt ein bisschen, wie individuell man mit Holz eben bauen kann und was für einen Stil man in so ein Terrassendach reinbringen kann. Die Dachform von dem Terrassendach ist ein Flügeldach, so nennt man das. Das ist, glaube ich, abgeleitet davon, dass es irgendwie so zwei Flügel an den Seiten hat. Fliegen kann es allerdings trotzdem nicht. Es bleibt ganz bodenständig. Ja, aber Flügeldach, das ist die Dachform von diesem Terrassendach. Und natürlich muss sowas auch immer zum Haus passen. Aber wo das passt, irgendwie so im Landhausstil oder mediterranen Stil, kann es eben halt sehr schön sein, so eine Flügeldachform zu haben. Ja, wir haben hier außerdem noch so eine Oberlichtreihe, wie ihr sie hier sehen könnt. Und in dem Fall als Beispiel mit einer Ornamentverglasung, was man natürlich auch mit einer klaren, transparenten Verglasung machen kann. Und aber es zeigt eben halt, wie man das Dach nochmal ein bisschen optisch seinen individuellen Geschmack anpassen kann. Auch die Pfosten vom Terrassendach sind hier etwas breiter als wie sonst üblich. 12 auf 12 cm, weil das zu dem ganzen Dach ein bisschen besser wirkt. Die massiveren Pfosten zu der Gesamtkonstruktion passt das ebenso ganz gut. Wir haben außerdem bei dem Terrassendach noch eine umlaufende Brüstung. Auf die kann man sich sicherlich ganz entspannt mal raufsetzen im Sommer, oder man kann das ein bisschen dekorieren mit Pflanzen oder mit was auch immer man möchte. Eine Sache ist bei so einer Brüstung natürlich zu beachten. Und zwar hinsichtlich der Pflege. Bei so einem Holzterrassendach fragen sich viele Leute immer, wie ist das mit der Pflege, wie häufig muss ich das streichen, wie häufig muss ich das behandeln. Und das kann man hier ganz gut sehen. Wir haben ja die Dachkonstruktion selber, die unter dem Glas geschützt liegt, und die muss ich im Prinzip gar nicht behandeln. Also, oder vielleicht erst nach einem sehr, sehr langen Zeitraum. Wenn wir uns das hier drin nochmal angucken, die Dachkonstruktion, dann sehen wir hier die ganzen Hölzer, die ganzen Dachsparren, die sind halt geschützt unter dem Glas. Und das Dach ist rund 11 Jahre alt, und an der gesamten Holzkonstruktion innerhalb des Daches habe ich im Prinzip keinerlei Pflege dran. Wenn ich mir aber jetzt diese Brüstung anschaue, die ist der Bewitterung ausgesetzt und hier auch der Sonne komplett ausgesetzt. Und bei so einer Brüstung ist es natürlich so, das Wasser, der Regen kommt hier rauf, der bleibt, läuft hier auch nicht von ab, von dem Pfosten läuft er ab, deswegen ist der Pfosten wesentlich weniger pflegeaufwendig. Und hier sieht man das, wir haben das jetzt hier ganz bewusst auch, zeigen das auch ganz bewusst, wollen nichts verstecken, nichts verheimlichen, sondern man hat bei sowas auf jeden Fall einen Pflegeaufwand, bei so einer Brüstung. Also alle Holzbauteile, die irgendwie flach sind, wo das Wasser nicht ablaufen kann und die von der Sonne beeinflusst werden, von Sonne und von Regen, da sollte ich das öfter mal streichen. Diese Brüstung haben wir jetzt zweimal gestrichen in 11 Jahren. So, also alle 4 Jahre sollte ich das streichen. Kann auch öfter sein, kann auch so alle 3 Jahre sein, kann auch ein bisschen weniger sein, je nachdem, wie bei euch die Sonneneinstrahlung ist und die Bewitterung einfach ist. Aber damit kriege ich das dann immer wieder fit und brauche mir auch keine Sorgen haben, dass es da irgendwann mal Probleme gibt. Ja, was gibt's sonst? So, noch ein bisschen was zu der Dachkonstruktion. Hier vorne ist ein Giebeldreiecksfenster drin, wo Sprossen drin sind. Das kann man natürlich auch individuell anders gestalten, wenn ihr an eurem Haus auch Sprossen habt und vielleicht ein schönes Bauernhaus habt oder ein älteres Haus, wo eine bestimmte Sprossenaufteilung ist, dann kann man sowas in solchen Elementen wunderschön fortsetzen, sodass es dem Stil des Hauses immer gut angepasst ist. Eine weitere Besonderheit bei dieser Dachform ist ja, dass es im Gegensatz zu einem Pultdach, also einem normalen Terrassendach, welches nach vorne hin immer weiter abfällt, wir durch diese Dachform umlaufend dieselbe Höhe haben. Also diese Kante ist praktisch umlaufend auf derselben Höhe. Und dadurch habe ich ein besonders schönes Raumgefühl in diesem Terrassendach. Also es ist hoch und ich habe nicht das Gefühl, dass es mich erdrückt.
Und ja, dadurch ja, habe ich ein schönes Raumgefühl und es ist einfach eine besondere Dachform und einfach etwas Besonderes. Ein kleiner Nachteil ist da tatsächlich, und zwar in diesem oberen Dachbereich sammelt sich die Wärme auch ganz gut und tatsächlich mögen das auch so fliegen Insekten auch ganz gerne. Also die fliegen hier tatsächlich ganz gerne so ein bisschen rum und wir haben leider auch noch keine Patentlösung dafür gefunden, wie man die los wird, die Fliegen, oder dass die irgendwie da nicht reinfliegen. Das ist halt so, also nicht nur man als Mensch fühlt sich wohl unter so einem Terrassendach, sondern auch die ein oder anderen Insekten. Aber ja, das ist halt so. Aber trotzdem ist das eine besondere Dachform, ein besonderes. Und wenn man das passende Haus dafür hat und ja, den passenden Garten vielleicht auch, dann kann man sich damit etwas sehr, sehr Schönes, Besonderes realisieren. Ja, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick gegeben über dieses Flügeldach, Terrassendach. Und ja, wenn ihr hierüber noch ein bisschen mehr wissen wollt oder eine genauere Beratung, eine individuelle Planung benötigt, sprecht uns an, unsere Berater erklären euch darauf und geben euch ein ganz individuelles Konzept für euer persönliches Haus und euren persönlichen Stil. Danke, ciao.